Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. Diese Woche hat ganz ordentlich begonnen, wenn man zum Beispiel auf den DAX guckt. Zuletzt war der aber ziemlich volatil. Wenn man mal auf die US-Märkte schaut, sehen wir da zum Teil ein ganz anderes Bild. Wo sieht es besonders gut aus und woran liegt das? Darüber reden wir jetzt und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich vor der Börse Anusch Wilhelms von der Société Générale. Hallo Frau Rebe. Herr Wilhelms, schielen wir mal rüber über den großen Teich, gerade die US-Tech-Werte. Die sind ja ziemlich gut gelaufen, wenn man sich das mal anguckt, wie die gegen den DAX performen. Woran liegt es? Ja, also es ist tatsächlich so, es haben viele gesagt, dass der DAX schon die Hälfte seiner Kursverluste aufgeholt hat seit der Corona-Krise. Beim US-Nasdaq 100 ist es ganz anders. Der hat nicht nur 50%, sondern fast 95% seiner Verluste wieder aufgeholt. Der ist also nur wenige 100 Punkte vor einem neuen Allzeithoch. Das heißt, da sieht man, wie stark die amerikanischen, in Anführungsstrichen, Technologiewerte aufgeholt haben im Vergleich zum DAX. Wobei der Nasdaq 100 ist gar kein Technologieindex rein. Da ist so eine Aktie wie Heinz, Kraft Heinz auch mit drin. Also wer am Wochenende gegrillt hat und Ketchup dazu geholt hat, der hat unter anderem dieses Unternehmen, was auch im Nasdaq ist, unterstützt, aber kein klassischer Technologiekonzern. Also im Prinzip ist natürlich der Index mit den Technologieaktien groß geworden, aber rein von der Natur her kein Technologieindex. Aber natürlich die Schwergewichte Apple, Amazon, Google, Alphabet, Microsoft und wie sie alle heißen, die machen natürlich ein großes Gewicht aus und die verhelfen natürlich dem Index zu neuen Höhen. Und nicht zu vergessen, der Shootingstar an der amerikanischen Nasdaq ist eben das Unternehmen Zoom. Viele kennen es jetzt durch viele Konferenzen. Und die Aktie hat seit Jahresanfang 150% zugelegt, ist auch im Nasdaq 100. Also insofern kann natürlich da vor allen Dingen der Technologiesektor in Amerika profitieren. Der ist überrepräsentiert im Nasdaq 100 und deswegen fliegt der wieder so nach oben. Also der fliegt nach oben. Da stellt sich natürlich bei sowas immer die Frage, wie weit kann man da noch fliegen? Also wäre der jetzt auch in Zukunft eine gute Wahl für Anleger? Was ist Ihre Einschätzung? Ja, also man sieht zumindest, dass es einen anderen Schwerpunkt in der Indexzusammensetzung gibt als zum Beispiel beim DAX. Der DAX ist ja durchaus auch dadurch nicht so gut wieder vom Fleck gekommen, weil natürlich Industrien da drin sind, die vor allen Dingen jetzt in der Krise auch nicht zu den Profiteuren, sondern eher zu den Verlierern gehören, so wie die Automobilbranche, die Luftfahrtbranche. Also die sind natürlich im Prinzip im Index auch stärker vertreten als jetzt im Nasdaq. Das hilft natürlich solchen Aktien und es ist so, dass natürlich die, sagen wir mal, Zukunftstechnologien, deswegen werden die Unternehmen ja auch so hoch bewertet, eben eher im Nasdaq vertreten sind als im DAX. Also insofern lohnt sich auf jeden Fall ein Blick, aber man muss natürlich auch sehen, der Nasdaq ist schon fast wieder auf Allzeithöchstkurs. Da muss man natürlich entsprechend mit der Vorsicht eines Anlegers agieren, dass man im Prinzip das auch schon mit einkalkuliert, weil viel Fantasie ist in den Aktien eben auch schon drin. Das stellt einen natürlich dann vor die klassische Frage, läuft super, ist aber eben schon super gelaufen, soll ich da jetzt noch rein und wenn ja, wie? Ja, also den Nasdaq, den kann man im Prinzip als Index kaufen. Der ist über Zertifikate oder auch ETFs beispielsweise einfach kaufbar. Es gibt aber auch, wenn ich bei mir die Umsätze bei uns in der Société Générale anschaue, dann sehen wir, dass Anleger da vor allen Dingen hinsichtlich Turbo-Optionsscheinen investieren. Und das ganz Überraschende ist, die Hebel bei diesen Turbo-Optionsscheinen in den Hitlisten, die sind relativ gering. Also um nur mal ein Beispiel zu nennen, was das beliebteste Der beliebteste Turbo-Optionsschein auf den Nasdaq 100 war bei uns in den letzten 4 Wochen. Das war einer mit dem Hebel ausgestattet von 2,1. Was bedeutet das? So ganz grob gesagt ist der Nasdaq 5% im Plus, verdiene ich das Doppelte, also 10% mit dem Zertifikat. Andersrum geht der Nasdaq 5% nach unten, verliere ich auch das Doppelte, also entsprechend 10%. Das ist eines der Hebelprodukte, was sozusagen sehr niedrigen Hebel hat, aber so grundsätzlich funktioniert das. So grundsätzlich funktioniert es, geht natürlich dann der Hebel auch in beide Richtungen, das heißt, ein Risiko habe ich natürlich auch. Ja, ganz genau. Also wer rechnen kann, der weiß dann ganz genau, ja, was ist denn, wenn der Index mal 60% verliert? 60 mal 2 sind 120. 120% Verlust sieht irgendwie nicht gut aus im Depot. Also muss ich da noch Geld nachschießen oder ist meine Position dann tatsächlich im Minus? Nein, so ist es nicht. Also es gibt eine Grenze bei Null. Das heißt also, man kann als Anleger nur seinen Kapitalansatz verlieren, nie mehr und nie darüber hinaus. Das führt aber dazu, dass sozusagen das Produkt fällig wird, genau an dieser Grenze, wo diese 100% verloren sind. Und das ist in diesem Beispiel ungefähr bei 4.800 Indexpunkten der Fall. Das sind also ungefähr 50% vom aktuellen Niveau, etwas drüber, weil der Hebel eben nicht bei genau 2 liegt, sondern 2,1. Das heißt also, das ist mein Risiko, dass mein Kapitaleinsatz schon dann verloren ist, wenn der Index gar nicht auf Null fällt, sondern er muss nur in Anführungsstrichen die Hälfte verlieren, dann habe ich meinen kompletten Kapitaleinsatz verloren.
Dann muss ich auch noch berücksichtigen, das Währungskursrisiko bei dem top gehandelten Produkt, was zumindest in den letzten 4 Wochen stark nachgefragt war bei den Anlegern, handelt sich um einen währungsgesicherten Turbo-Optionsschein. Das heißt also, hier ist der Währungskurs 1:1 zwischen Euro und US-Dollar. Das entspricht also nicht der Wirklichkeit, heißt dann aber Währungsabsicherung bei uns im Zertifikate-Jargon. Und das führt dann dazu, dass ich eben den Wechselkurs bei diesem Zertifikat oder diesem Optionsschein nicht berücksichtigen muss. Aber ganz grundsätzlich habe ich natürlich Umrechnungskurs zwischen Euro und US-Dollar. Jetzt haben Sie gesagt, Sie merken, das ist gerade bei Ihnen im Bereich besonders beliebt. Was würden Sie jetzt mit Ihrer Erfahrung aus dem Bereich sagen? Wer ist jetzt so der typische Anleger, der darauf setzt? Also was ist seine Marktmeinung und ist das jetzt ein Anfänger, ein Fortgeschrittener? Ist das für alle quasi geeignet? Ja, also was wir sehen, es gibt nicht den einen Anleger. Also wenn wir so auf Messen, Börsentagen sind, wo wir auch direkt im Austausch mit unseren Anlegern sind, dann stellen wir fest, das sind Menschen, die haben einen Teil ihres Vermögens sehr sicherheitsorientiert investiert, einen Teil in andere Assetklassen wie zum Beispiel Gold und dann aber wiederum einen Teil, wo sie eher spekulativ angelegt sind. Das heißt also, es eignet sich eigentlich für den Anleger, der im Prinzip selbst entscheidet über sein Vermögen, vielleicht auch ein kleines Vermögen schon angehäuft hat und damit im Prinzip sich engagieren möchte und der natürlich auch eine Marktmeinung zum Nasdaq 100 haben muss, weil sonst brauche ich erst das Produkt nicht mir rauszusuchen, wenn ich gar keine Marktmeinung zum Produkt habe. Also das alles zusammen, das sehen wir so bei den Anlegern, aber es sind in der Regel schon, ich habe es ja gerade gesagt, Selbstentscheider. Das heißt, sie haben sich mit den Produkten mit dem Aktienmarkt schon länger auseinandergesetzt und im Prinzip haben eben eine Marktmeinung sich gebildet. Und das sehen wir bei uns ganz häufig, dass das doch schon sehr fortgeschrittene Anleger, wenn man mal so sagen, sind, die wahrscheinlich sich mit den Märkten und mit den Produkten extrem gut auskennen. Aber egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, die Risiken natürlich auch immer im Blick behalten. Herr Willems, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Alles klar, gerne, Frau Gelbe. Ja, liebe Zuschauer, soweit unser Blick. Wir haben es gerade gehört, im Nasdaq 100 versammelt quasi sehr viele Zukunftstechnologien. In diesen Zeiten natürlich gerade besonders spannend, da mal einen Blick drauf zu werfen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.